In diesem Video möchte ich Ihnen die Vorteile von einer Literaturrecherche mit Schlagwörtern aufzeigen. Für die Recherche nutze ich den PH-Katalog Plus der Bibliothek der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Mein Recherchebeispiel für dieses Video soll dafür das Thema Ängste im Kindesalter sein. Eine erste Recherche wäre also möglicherweise Ängste und Kinder. Sie sehen, ich bekomme eine Vielzahl von Treffern. Darunter sind leider auch Titel, die eindeutig nicht zu meiner Thematik passen. Es gibt jedoch eine Suchstrategie, mit der Sie thematisch gezielter suchen können als über die einfache Suche im Katalog. Das ist die Suche über Schlagwörter. Schlagwörter sind Begriffe, die den Inhalt einer Ressource beschreiben. Sie werden, wie die ISBN oder das Erscheinungsjahr, als Merkmale eines Buches angesehen. Wichtig ist, dass Schlagworte nicht unbedingt im Titel vorkommen müssen, und das macht sie zu einem guten Rechercheinstrument. Nach Schlagworte können Sie über die erweiterte Suche im Feld Schlagworte suchen. Hier lesen Sie den Begriff Index. Der Index ist der Ort, in dem alle vergebenen Schlagwörter einer Büchersammlung, in diesem Fall alle Schlagwörter unserer Bibliothek, alphabetisch sortiert gefunden werden. In dem Feld Schlagwort können Sie nun nach Begriffen suchen. Wichtig ist, dass Sie Begriffe im Nominativ Singular verwenden. Um Ihnen den Index vorzustellen, gebe ich nun den Begriff Kind ein. Wenn Sie nun den Button Index klicken, wird der Index beim Begriff Kind aufgeschlagen. Hier ist zu sehen, dass 6693 Titel mit dem Schlagwort Kind versehen wurden. Da Sie natürlich nicht wissen können, welcher Begriff als Schlagwort verwendet wurde, sind bestimmte Begrifflichkeiten mit Schlagworten verknüpft. So wird beispielsweise aus Kind und Ausspruch Kindermund. Oder wenn Sie Kind, Behinderung und Frühförderung eingeben, werden Sie zu dem Schlagwort Frühförderung geleitet. Nun zurück zu meinem Recherchebeispiel. Ich gebe nun die Begriffe Kind und Angst in den Suchschlitz ein und sende diese Frage wie bei einer gewohnten Recherche ab. Gezeigt werden mir jetzt alle Medien, bei denen die Schlagwörter Kind und Angst vergeben wurde. Hier sehen Sie zum Beispiel auch einen englischen Titel. Das bedeutet, dass diese Verschlagwortung auch für fremdsprachige Literatur funktioniert. Eine weitere Möglichkeit, ein passendes Medium für Ihre Recherche zu finden, ist es, sich die Schlagworte eines für Sie passenden Mediums anzuschauen und sich eventuell inspirieren zu lassen, welche Schlagwörter noch zu der Thematik passen. Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel der Titel Angst, Albträume und Alltagshelden. Unter Angaben zum Inhalt sehen Sie hier die Schlagwörter Kind, Angststörung, Angstbewältigung, Spieltherapie, bei der Sie jetzt weiter recherchieren könnten. Eine andere Möglichkeit geben noch die Facetten an der rechten Seite des Katalogs. Hier gibt es den Reiter Schlagwörter. Zu sehen sind hier alle Schlagwörter der Medien aus der Treffermenge. Sie können beispielsweise das Schlagwort Jugend abwählen und Sie bekommen eine geringere Trefferanzahl. Im Allgemeinen ist zu sagen, dass die Schlagwortsuche meist weniger Treffer ausgibt als die Suche in allen Feldern. Die Treffer sind dafür aber wahrscheinlich relevanter für Ihre Suche.